Hallo zusammen, kaum bin ich von der CMT zurück, bin ich auch schon wieder unterwegs. Heute geht es für mich in Richtung Westschweiz. Ich will zum Lac de la Gruyère dort übernachten. Da habe ich mir auf Google Maps mal wieder einen Platz am See rausgesucht. Und von dort geht es dann weiter Richtung Saas-Fee. Da kann man natürlich nicht wirklich frei stehen, da werde ich auf einen Stellplatz gehen und dann snowboarden gehen. Schnee müsste gut sein dort und das verspricht eigentlich einen guten Snowboard-Tag zu geben, dann übermorgen. Wetter hier wie immer, Regen, 3 Grad, Wind kommt später noch auf. Eigentlich ein Wetter, das man nicht wirklich braucht, aber das es dennoch dauernd gibt hier. Zottel ist gepackt, alles dabei, Snowboard-Equipment, Essen, Trinken muss ich noch irgendwo besorgen. Ja, und dann kann das Ganze losgehen. Wasser brauche ich auch noch. Wasserversorgung werde ich jetzt heute nicht groß dokumentieren. Das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und ich will euch nicht mit Wiederholung langweilen. Also werde ich das nur ganz kurz anreißen. Und dann hoffe ich, komme ich gegen den Wind gut durch an den Lac de la Gruyère. Wasserbetankung hat wunderbar funktioniert. Ich habe hier heute das erste Mal Wasser getankt. Ich bin sonst normalerweise hier nur zum Entleeren. Aber auch hier alle Adapter passen. Schlauch hat auch gepasst. Somit Tank voll für die nächsten 2 Tage. Das reicht locker. Je weiter ich nach Westen komme, desto schlechter und stürmischer wird das Wetter. Aber immerhin, der Verkehr hält sich in Grenzen und ich komme gut durch. In Alchenflü mache ich einen kurzen Stopp. Ich muss noch ein paar Dinge einkaufen. Der LKW hier auf der linken Seite entscheidet sich gleich kurzfristig doch links abzubiegen, was uns zur Vollbremsung nötigt. Nach dem Schreck gehe ich erstmal parken und einkaufen. Das Wetter ist kurzfristig sogar mal trocken. Das war der kurze Zwischenstopp im Lissach Center an der Autobahn, direkt Alchenflüh runtergefahren. Gemüse gekauft, Wasser vor allem noch, das hat mir noch gefehlt. Großer Parkplatz, kein Parkhaus, kommt man gut mit dem Camper hin, kann stehen. Bin jetzt 6,40 und passe hier schräg gut drauf. Also sehr zentral gelegen und kann ich durchaus empfehlen, hier einen Stopp zu machen, wenn man noch was braucht und mit dem Camper unterwegs ist. Und jetzt fahre ich weiter gen Westen. Weiter geht's auf der Autobahn, immer weiter gen Westen. Das Wetter weiterhin nicht wirklich gut. In Grange-Paco verlasse ich die Autobahn und gehe noch tanken. Jetzt war ich noch kurz tanken, dass ich auch für die nächsten Tage genug Diesel habe zum Heizen. Es wird wieder kälter. Tank ist voll. Heizung läuft, sodass ich schon mal den Kasten aufwärmen kann, während ich fahre. Dann geht das nachher nicht so auf die Batterie. Und jetzt sind es noch so 20 Minuten, bis ich dann am Lac de la Gruyère angekommen bin. Einige Kilometer später fahre ich wieder von der Autobahn ab. Es geht Richtung Lac de la Gruyère über den Staudamm. Dann kann man sich entscheiden, links, rechts oder geradeaus. Geradeaus ist nicht gut, ich wähle rechts. Es geht erstmal durch 2 recht enge Tunnel. Anschließend steigt die Straße an, ist sehr eng, durch den Stein gehauen und ich bin froh, fahre ich einen Kastenwagen. Die Strecke, die ich hier zu meinem Übernachtungsplatz fahre, ist ziemlich eng, gerade hier dieses Stück, nicht geeignet für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Schon folgt die nächste Engstelle, danach geht's rechts und dann denke ich mir nur noch, bin ich hier wirklich richtig? Google sagt aber, fahr hier weiter und Google weiß alles, also folge ich der Anweisung. Und Google hat recht, jetzt muss ich bremsen, ansonsten sitze ich gleich im See. Ich bin am Lac de la Gruyère angekommen. Das Wetter ist miserabel, es regnet in Strömen.
bin schwer am Überlegen, ob ich noch rausgehen soll oder das auf morgen verschieben. Aber wenn ich jetzt schon mal bei Tageslicht angekommen bin, würde ich euch natürlich auch gerne zeigen, wo ich jetzt gerade stehe. Also ich werde noch ein bisschen mit mir ringen, ob ich mir das antue oder nicht, mir und meinem Equipment. Für euch wage ich mich dann doch noch vor die Tür, raus in Sturm und Regen. Kein schlechter Platz, den ich mir hier ausgesucht habe. Relativ eben sogar, aber bei dem Wetter recht viele Pfützen. Oh, es ist kalt mit 3 Grad, es regnet. Ich bin relativ einsam hier. Hier sind zwar noch ein paar Hütten und ein Sportplatz, aber außer mir ist keiner hier. Zottel steht hier gut. Ich habe ihn so hingestellt, dass ich vorne raus den See sehe. Es geht ein kalter Wind, der Regen kommt recht schräg. Ihr werdet die Windgeräusche hören, aber damit müsst ihr jetzt leben. Seid froh, dass ihr ihn nicht spürt und den Regen. Das ist nämlich noch viel schlimmer. Ich glaube, im Sommer ist das hier wunderschön. Im Winter extrem ruhig sicherlich. Es gibt öffentliche WCs in diese Richtung irgendwo hin. Das werde ich heute aber nicht mehr rausfinden. Das Wetter ist einfach zu mies. Sondern ich ziehe mich jetzt wieder zurück in Zottel. Muss noch ein paar Laptop-Arbeiten machen. Später gibt es noch was zu essen. Da hinten, das ist noch ein Restaurant. Da brennt auch Licht. Wahrscheinlich haben die sogar offen. Ich bin hier also nicht komplett verlassen. Ich stehe hier noch immer gut am Lac de la Gruyère. Es ist ruhig. Hier und da fährt mal ein Auto vorbei. Ich glaube, die fahren zu dem Restaurant. Das hat heute wohl offen. Der Regen war mal stärker, mal weniger stark. Jetzt ist er gerade, hat er sich glaube ich abgestellt. Es windet aber immer noch ziemlich draußen. Ich habe die Zeit verbracht, meinen Blog mal wieder abzudaten. Bin zwar noch nicht ganz up to date, aber habe zumindest jetzt mal den Trip um Silvester abgeschlossen und habe jetzt gerade noch mein Video vollendet von meinem Frankfurt-Trip und als nächstes geht es dann jetzt weiter mit meinem CMT-Trip von Anfang dieser Woche. Da stehen jetzt noch etliche Gigabyte an, die ich verarbeiten werde die nächsten Tage, Wochen. Aber bevor ich jetzt überhaupt irgendwas anfange, habe ich jetzt verdammt Hunger. Es ist 7:30 und jetzt werde ich mir noch eine Kleinigkeit kochen. Was gibt's zu essen? Ich habe Reis dabei, Eier und Schinkenwürfel. Das werde ich mir zusammen in einen Topf hauen. Dann habe ich wieder Hackfleisch dabei, Gemüse, Tomaten, Karotten, Zwiebeln. Das kommt in den anderen Topf. Und zum Schluss kommt das zusammen auf einen Teller. Wer sich wundert, warum ich immer Hackfleisch esse, das hat einen Grund. Wir kaufen unser Hackfleisch bei einem lokalen Sattler-Bauern. Highland Beef ist das. Die schlachten selber und verkaufen direkt ab Hof. Biohof Überwurf. Sehr nette Leute, sehr gutes Fleisch. Absolut Top-Qualität. Und wir kaufen das da immer schön abgepackt. 500 Gramm. Päckchen, tiefgefroren danach. Lässt sich gut verarbeiten, lässt sich gut mitnehmen. Sehr lecker. Ganz blöd ist dann, wenn man kochen will und feststellt, die Gasflasche ist noch zu. Und das bei schlechtem Wetter draußen, Sturm, Regen und weiß nicht was. Jetzt muss ich erst wieder aus dem Kasten und die Gasflasche öffnen. Es gibt wirklich schönere Arbeiten als das. Essen ist fertig, riecht gut. Verfeinert habe ich das Ganze noch mit Kräutern der Provence, Olivenöl. Bisschen Salz und jetzt gibt's Essen und draußen stürmt's. Guten Appetit! Nach dem guten Essen verschlägt es mir irgendwie die Sprache. Daher jetzt per Nachvertonung einen schönen Abend und bis morgen. Ciao!